Knickknack. Schönen guten Morgen, Yves. Na, ausgeschlafen? Ah, na, dann wollen wir mal wieder fortfahren. Das ist mein kleiner Einschieb. Mal, wenn Yves kommt, kann ich mit dem Spiel weitermachen. Echt toll. Und wir haben hier richtig live gespielt. Hast du denn jetzt erstmal alles nachgucken können noch? Ja, gut. Oh, eher vollgefressen. Oh, auch super. Oh, aber mir geht's auch einfach gut. Ich fühle mich richtig toll vollgefressen. Nee, ach, Eve. Da muss man eh selber sehen. Also ich werde jetzt nichts sagen weiter, es sei denn, die machen das dann. Pöch. Irgendwann. Oh, irgendwann. Gib. Na, insgesamt müsste es auf eine Stunde, glaube ich, kommen mit dem Nachgucken. Genau, ich bin zurück und kann mal gucken, was ich jetzt noch zu tun habe. Naja, das Ende ist passiert. So im Groben. Ist vorbei. Ist aus. Also es ist jetzt eher klar, Ich sag dir, das ist Fimbulwinter. Genau. Ich spür's in Wir haben meinem jetzt Schritt. Richtig fetten Winter. Das ist der Groß. Hör auf, das Bei zu sagen. Ragnarök naht. Du machst mich ganz nervös. Das ist ja das Ende der Ende für alle Götter meinen. Eigentlich. Das ist nicht nur Schnee und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Leute? Wir reden nur übers Wetter. Über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fimbulwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Genau. Ich spür's in meinem Schritt. Ja. Ja. Haben wir gehört. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Ja, also das ist jetzt halt mal noch so ein kleiner Hinweis, glaube ich. Ich glaube, wir können jetzt nach Hause gehen. Beziehungsweise halt noch so ein bisschen rumgucken. Und eine Quest hatte ich, die würde ich auf jeden Fall noch machen. Kälter aus, würde ich sagen, oder? Nehme ich hier oben das Ding. Diese Familienangelegenheiten. Ja, also ich denke mal schon, dass wir nächste Woche mit Dark Souls starten. Dann habe ich ja im Grunde einmal durchgespielt und das sollte reichen. Also hier, wir haben ja schon gesehen, es gibt so Valkyren. Die kann ich eigentlich selber machen. Das sind halt nur Kämpfe. Und auch so, also hier sind, ja, sind auch alle aufgetaucht jetzt. Weiß ich, hier so Odins Raben, die Truhen. Weiß nicht. Weltenrissbegegnungen. Also es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Ich denke mal, ich kann hier bestimmt noch 10 Stunden bestimmt reinstecken oder so, aber jetzt so von sinnvollen Sachen hört es halt langsam auf. Ich denke, da reicht das für den Stream tatsächlich. Aber hier oben gehe ich jetzt heute erstmal noch hin und dann mal gucken, was wir noch so finden. Wir müssen uns den Wetzstein holen. Ja, haben wir eigentlich gemacht. So, verfolgen zur Karte. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Bestimmt hier. Das ist, glaube ich, scheißegal, wo wir jetzt da hoch machen. Oder nee, wir können natürlich dahin reisen. Mehr Sinn. Aber ja, dann werde ich halt am Dienstag ist das, dann mit Dark Souls anfangen. Erstmal versuchen, den Taurus da zu hauen. Ich denke mal, dass ich weiterkomme und dass wir dann vielleicht sogar schon spielen können. Was ich dann hier brauche. Und dann packen wir mal hier hin. Ich glaube, das hilft vor allem zur Orientierung gerade. Hey. Junge. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Viele Multistream. Sehr gut, sehr gut. Aber willst du dann nochmal von vorne streamen mit? Also, dass du jetzt nochmal anfängst dann? Oder erst ab da dann bei mir mit einsteigst? Also dann halt auch mit Stream. Wo muss ich lang? Ach hier war doch aber ein Tor. Ah, komm mal schon rein. Achso, du streamst ihn auch. Okay, dann ist ja alles.
passt das. Da oben! Siehst du? Nein. Junge, nein. Einfach nein. Wer zuerst fertig ist. Ich bestimmt nicht. Ich glaube, beim ersten habe ich irgendwie auch 3 Versuche oder so gegen die mindestens gebraucht. Ich fand den schon ordentlich. Mimir, wie hat es dich hierher verschlagen? Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so weit nördlich wie hier. Als ich ankam, kannte ich Odins Ruf bereits und beschloss, mich als würdig zu erweisen, indem ich ihm etwas gab, das er zu schätzen wissen würde. Eine mystische Quelle des Wissens. Wir machen später weiter. Ich dachte, na gut, okay. Extra angehalten. Yay, bitte neuer behandelt Ort. Den Bettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Unbezahlbare Reliquie. Oh. Oh, besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren. Warum bist du dann wieder hier? Nur der frischen Luft wegen. Ehrlich, ich liebe meinen Bruder. Ich hab mal hier kurz meinen Ort gefunden. Ja, bestimmt. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Ach, perfektes Ende. Danke. Ach man, dass er immer so leise reden muss, der Junge. Das guckt mich ziemlich an, das passiert zu häufig. Ach, ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte, aber bitte. Den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal. Ja, ein wenig. Aber ja, ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das wohl nicht. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Nee, das hatten wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Das glaube ich auch. Der hat das ja mitbekommen, dass das... Ja, doch, der wusste jetzt, dass das sein Vater war. Dass das Zeus ist und so. Doch, doch. Ich weiß gar nicht, ob jetzt danach noch viel kam, aber es ist eigentlich alles geklärt bei denen. Nein, nicht! Sei still, Kopf! Ha, ich hab versucht zu explodieren. Oh. Oh nee. Bin ich hier noch? Genau, hier ist noch einer. Mann, ich hätte echt ganz schnell weghauen. Das ist neu. Ich glaube, das hätte ich noch nicht entwickelt. Oh nö! Hallo! Okay, gut gemacht, Junge. Das ist einer, der hier noch kämpfen kann. Ja, ich meine, mir fehlt halt noch viel an Rüstung und was man da noch alles machen kann, aber das wird dann mein persönliches Problem. Mehr oder weniger. Das ist von der anderen Seite leider nur zu erreichen. Mühselig hat das aufgestellt. Ich mach das gern kaputt. Was war das? Hallo. Was denn? Das ist was mit dem Wasserrad? Oder was will er jetzt? Junge, sonst kann ich noch mit dir interagieren. Also. Weiter in die
Festung rein. Keine Ahnung, was hier ist. Dann mal los! Später. Wow! Traurig. Einfach nur traurig. Ich kann leider nicht. Heißt nicht traurig, sondern traurig. Ich will hier keinen Killstil. Finde ich nicht gern. Meine Erfahrungspunkte. Schön genug, dass ich heilen muss. Wieder zurück. Geh weiter rein. Ja, nee, aber ich würde sagen, auf jeden Fall dann ab Dienstag dann Dark Souls, weil ich meine, was sollte uns jetzt noch aufhalten hier? Die kleinen Kämpfchen kann ich dann auch ganz für mich behalten. Ich mich lieber den großen Kämpfchen. Ob ich dann auch Hilfe brauche. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Gegner habe ich allein besiegt? Oder beim ersten Mal? Ich glaube, es war nicht alleine war. Wütend? Wo alle verwundert waren. Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust. Obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Stadt. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstein? Ah, stimmt, der wollte den haben. Da ist schon mal der Troll. Gehalten hat. Total süß. Wir nehmen das Fieber immer noch mit. Was haben wir jetzt eigentlich hier? Geld nicht hoch. Wohin Geld gehen hoch. Wir jetzt? Blub, blub, blub. Oh, ja, hast du gelesen? Sehr schön. Hier, Junge. Jawohl! Noch eine Maschine. So, die Rassler-Farm da. Kennt man die Rassler-Farm da? So kennt man die brutale Geschichte dieser Lande. Vor der großen Flut und vor der Verwüstung lebten die Menschen friedlich in Midgard. Tote blieben tot, Draugr waren eine Seltenheit und Saedre-Magie wurde als schändlich angesehen. Die Rissler pflegen die alten Bräuche. Bei ihnen bemisst sich der Wert eines Mannes an seinem Umgang mit dem Schwert. Stärke, unsere höchste Tugend. Dies sind Trauerlande. Und hier ist kein Platz für die Schwachen,
Die Starken werden im Leben und im Tod obsiegen und zu den Einherjar nach Valhall gelangen. Die Schwachen werden ein mageres Dasein führen und zu den Unwürdigen in die Tiefen von Helheim kommen. Dies ist der Kreislauf des Lebens. Bis Ragnarök kommt. Das ist hart. Sie klingen ungefähr so freundlich wie ein Rudel Vulva. Ah. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Fähigkeiten? Nee, ne? Also, nicht zum Kaufen? Achso, da fehlt noch was. Aha, da fehlt noch was. Naja, da fehlt noch was. Dann... Ich glaube, ich könnte hier nochmal nach den Sachen gucken. Ich habe schon mal benutzt, könnte noch mehr Frost reinpacken. Haben wir schon fertig? Viel mehr Glück. Da weiß ich wieder nicht. Aber das kann man noch gut upgraden. Ich verstehe nicht, wieso das Stufe 2 ist und... Ich denke, wenn wir den nehmen und upgraden, hätten wir irgendwie voll den fetten Vorteil. Aber gut. Dann erstmal nicht. Oh, Brand und Schaden finde ich natürlich auch viel besser. Machen wir so. Hab ja genug Fähigkeitspunkte, so ist es nicht. Da hinten hängt noch ein Top und da hängt auch noch was. Vorsichtig, langsam. Sehr schön. Wie schön. Der Junge ist mir jetzt momentan viel zu fasziniert. Was ist hier los? So. Platz. Ich muss hier noch Sachen zerstören. So. Wo lang? Wo lang? Werfen kann ich auch echt nicht mehr. Schlagen auch nicht. Oh Mann. Ha! Gut, ich bin Verteidigung. Einfacher als ich dachte. So. Dann gehen wir nochmal zurück. Lassen den Jungen mal schön schießen. Ja. Ich finde auch das echt ein bisschen zu brutal. Was machst du denn? Zurück. Junge. Manchmal ist mir ein bisschen zu hoch. Oh, wird schnell falsch weg sein. Wie sonst auch immer. Wenn es hier noch ein Pott hängt. Ah, das wird nichts, oder? Wasser und ertrunken. Hat dann das Wasser vereist, kommt nicht mehr raus. Ende der Axt. So, sind wir wieder hier. Perfekt. Wie geplant. Hier geht's auch noch lang. Ja, was ist denn hier mit dem Spiel nicht richtig?
Das ist der offensichtliche Weg, den dürfen wir nicht nehmen. Der geht nicht weiter. Oh, doch, doch, doch. Nehme ich. Ah. So, dann mal gucken. Aber ich weiß echt nicht, was wir als nächstes machen nach der Quest. Was ist da drüben passiert? Sesha-Schiff untersuchen. Oh, das war doch nur Heilung, oder? Ja. Ja, da ist er doch bestimmt. Ach, da hinten. Das ist der Sohn. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Er hat gekämpft, es aber nicht geschafft. Es war Verrat. Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner. Zu seinen Füßen. Der Witzstein. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Hey. Hm. Hui. Was ist denn für ein Draht? Pass auf, Wasser! Ich brauche mal eine andere Waffe. Aha. Hey. Ich bin gleich wieder da. Wow. Voll reingesammelt. Boah, ich kann aufstehen. Ach, mein Junge. Ach, schade. Ich will hier noch wegziehen. Ach so, dann ist alles gut. Wie? Gut. Epischer Talisman. Zerbrochener Panzerhandschuh. Fragmente liegen überall zerstreut in den Welten. Okay. Au, ja, ich weiß, du bist nicht da. War hier nicht auch noch irgendwie so ein Vieh? Und da oben. Kommst du bitte runter? Ach, doch nicht. Deshalb haben sie wohl den Wettstein zurückgelassen. Ah. Wenn Sindri ihn haben will, muss er sehr nützlich sein. Tja, kleine Herrscher haben ganz klare Prioritäten. Was nicht glänzt und man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als stumpfen Gegenstand benutzen. Super. Ah, ist aber gut. Hat sich auf jeden Fall von Ausbeute her gelohnt. Muss ich nur gucken, wie ich da reinkomme. Das ist alles zerstören. Da durchschießen, was meint ihr? Oh. Einfach so. Ne, mach auf. Ich muss wieder gegen die Wand rennen, irgendwie 10 Minuten lang. Mich ja echt nicht vermisst. Ja, nee. Tut sich aus, wenn wir hier schon fertig.
Aber ich finde, das passt gerade vom Thematischen her ganz gut in das Spiel noch mit rein. Vom Stamm. Diese Kommentare. Da haben wir. Ich bin jetzt einfach rübergesprungen, ne? Müssen wir nochmal noch reingucken. Ganz kurz zum Reingehen. Genau. Das habe ich schon mal geliebäugelt. Kann ich alles noch nicht zuordnen? Das nervt mich ein bisschen an, muss ich sagen. Ich meine, ich habe halt eigentlich nichts, was ich sammle so direkt. Guck halt, was ich finde. Oh, und das hatte ich auch noch mir angeguckt von oben. So, weiterfahren können wir. Zurück können wir. Das kann ich eigentlich nicht. Bots fernhalten hier, die komischen. Hier, Junge. Ja, Vater! Hier ist eine Schriftrolle. Sie gehörte dem Sohn. Ah. Ja, eines Sohnes Reue. Vater, während du jagen und plündern warst, war Großvater für mich da. Er hat mich vieles gelehrt. Ich habe ihn geliebt. Und du hast ihn getötet. Ich habe dich gehasst. Doch die Zeit ändert vieles. Der Clan war begeistert. Sie verachteten seine Güte. Für sie steht sie für Schwäche. Und ich gebe es nur ungern zu, aber die Hassler Farmdre wurden unter dir wirklich stark. Als Junge schwor ich den Nornen, dass ich ihnen rächen würde. Ich wurde immer besser mit dem Schwert und endlich nahmst du Notiz von mir. Wir waren uns näher. Aber einen Nornenschwur bricht man nicht. Nicht einmal, wenn ihr ein trauerndes Kind sprach. Ihre Truhe von Fafnirs Lagerraum hat mich an den Schwur erinnert und so geht der Verrat weiter. Du hast den Vater getötet, der für mich da war und dennoch bedauere ich meine Taten und bin voller Reue. Vergib mir, Bandrit. Hallöchen, Alexielefi. Ach, ja. Wow, das nimmt ja gar kein Ende. Vater, vergib mir, von Reue erfüllt, bedauere meine Taten. Hätte er nachgedacht, bevor er gehandelt hat, müsste er jetzt nichts bereuen, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das hier seinem Vater im Lagerraum bringen. Ich bin nicht überzeugt. Achso, doch, wir waren hier durch. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir mit dem Spiel fertig sind? Ach, Mensch. Kommen wir jetzt eigentlich her? Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir können hier weiter durchfahren. Finden. Genau, wir waren einmal rum. So. Jetzt das letzte Mal gerade vor. Dann ist es so weg. Dann ist es vorbei. Also irgendwas im Wasser. Prinzip für euch. Ich habe ja noch so ein bisschen Truhen sammeln übrig. Das werde ich auch noch auskosten. Muss ich von der anderen Seite ran. Wollen wir hier andocken? Im Idealfall. Mal sehen. Ah, das wächst so ein bisschen. So, ich komme auch immer durch.
Vielen Dank. Das braucht ihr nicht mehr. Das Looten ist schon echt toll geworden. Ich würde das so vermissen. Nochmal so ein Stahl, nochmal so eine Schuppe. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Schön sammeln einfach. Hier geht's wieder raus. Komm mal, Junge, ich erzähl dir eine Geschichte. Ich sehe etwas im Wasser. So, eine Runde rum. Gut. Ich glaube, ich wollte Odin gerade von meiner mystischen Quelle des Wissens unterrichten. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Ihr habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden. Wir haben deinen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar! Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Häscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Danke. Ein Griff davon. Ich muss un... Der oder der, ich glaube, der ist... Auf jeden Fall hat man damit viel mehr Glück, aber hier hat man viel mehr Stärke. Na guck, ich werde ihn einfach mal nehmen und verbessern bei ihm. Unbedingt den Wetzstein ausprobieren. Er sieht unscheinbar aus, aber er ist zum Bersten gefüllt mit Magie. Ich brauchte einen neuen. Den letzten habe ich meinem Bruder geliehen. Er hat darauf gespuckt. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Ich wollte ihn nicht zurück. Ach nö, wieso? Ach nee, warte, das herstellen. Wir wollen es verbessern. Genau, das Ding. Das können wir aber nur einmal machen. Bringt trotzdem mehr Stärke. Achso, das ist das Ding. Das, was ich ausgerüstet habe, können wir gar nicht. Verderbende Stein, warum? Warum muss ich die Sachen überall nicht haben? Nehmen wir doch das, oder? Der ist gerade echt gesagt. Echt schwing dein Ding gesagt. Ach. So, vielleicht noch mal das Rüstung gucken. So was. Das ist nix. Da haben wir nichts für. Auch nichts mehr für. Ich weiß halt nicht, was das immer ist, was uns da fehlt. Nee. Ah. Was, wieso wird das nicht besser? Ich bin gerade verwirrt. Reduziert so stark die Runen. Doch eigentlich. Achso, weil wir das nicht mehr ausgerüstet haben. Was haben wir denn überhaupt ausgerüstet? Hab ich nicht an. Na gut, dann erstmal nicht. Ich lasse es einfach in Ruhe. Aber ich kann es mal nicht in Ruhe lassen, das ist mein Problem. Nebelchaos. Wilhelm-Legierung. Vielleicht müssen wir da diese komischen Turniere noch für machen. Dass wir da diese besonders starken Sachen bekommen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Das müsst ihr euch dann nicht mehr antun. Ich guck mal, irgendwo muss ich das Ding jetzt abgeben. Hier hinten. Wie die Zeit. Ja, genau. Bitte einmal verfolgen. Danke. Ey, Mann. Gott. Dazu in der Nähe können wir dahin parken. Passt schon. Oder? Was ist denn da am nächsten dran?
glaube, das Ding tatsächlich. Genau, das ist nämlich der Eingang. Lass mich da mal durchrennen. Ich glaube, als nächstes gehen wir dann mal nach Hause, ganz spontan. Jetzt sieht er doch nichts mehr. Ach, manchmal. Sollte ich vielleicht doch selber Geschichten erzählen. Hallo? Tür? Ah. Ist das hier nicht welche Richtung? Falsche Richtung, wie immer. Mein Bruder und ich arbeiten beim Tempel an etwas Besonderem für euch. Mhm. Was Besonderes. Das muss man nachher mal abholen, denke ich. Ich spucke mir bestimmt nochmal auf meine Schwerter. Wenn es das mal wäre. Da finde ich noch irgendwas auch nicht. Könnt ihr auch mal gucken, ne? Aber hier habe ich wirklich, Fafnirs Lagerraum, wirklich alles schon mitgenommen. Sehr schön. Au, schön. Ach, ist das schön. Müssen wir hier durch können. Jetzt einfach hier durch und sind wir gleich da. Schon wieder hier. Wollt ihr meine Stiefel und Unterwäsche klauen? Wir haben deinen Sohn gefunden. Er wurde auch verraten. Und wir fanden einen Teil seines Tagebuchs. Er bereute, dass er dich getötet hat. Tut wirklich gut, das zu hören. Wie ist er gestorben? Hat er gekämpft? Wir haben 4 Leichen neben ihm gefunden. Sie wurden enthauptet. Vandrids Schwert war stets blank und scharf. Das hat er von mir gelernt. Er ist ein verräterischer Hund, aber dass er in Valhall ist, gibt mir Frieden. Danke. Also ich finde, wir haben was Gutes getan. Der Dieb hat den Frieden nicht verdient, den du ihm gebracht hast. Vielleicht nicht. Fühlt sich trotzdem gut an, Leuten zu helfen. Sogar den Toten. Hm. Ganz wie deine Mutter. Hm. Tja. Dann. Der ist super. Lohnt sich auszurüsten. Okay, ich habe gerade gesehen, der ist für alles übrig irgendwie. Vielen Dank und hey, Jim. Schönen guten Abend. Zum Aktivieren L1 und Kreis. Oh. Nie vergessen einzusetzen. Mal gucken, können wir noch was Schönes draufpacken. Und Varis Seele habe ich eigentlich. Das habe ich auch schon mal equipped insgesamt. Ach genau, Tür habe ich die nicht reingepackt schon? Ich habe ein bisschen verwundert. Überall ein bisschen brauche ich auch. Die Runen habe ich genug eigentlich, denke ich. Das hat die Stufe nach oben. Ah, egal. Davon werde ich auch nicht stärker. Nicht hier.
So. Der Junge hat eh erstmal was an. Das ist die Hauptsache. Und ich denke, wir gehen jetzt als nächstes tatsächlich nach Hause. Gucken da mal nach und dann gehen wir nochmal zu den beiden Zwergen. Also zum Tor. Sorry, Junge. Also fühlen kann ich den Tag heute noch, aber weiß nicht, was ich sonst noch machen sollte. Ich würde halt wirklich klar strukturiert dann irgendwie für mich so vorgehen, eins nach dem anderen erledigen. Ein paar Sachen waren ja irgendwie noch unentdeckt. War nix hier. Platin? Ja, tatsächlich schon. Also ich möchte wirklich alles machen, aber ich werde das natürlich nicht streamen. Also ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ich werde ganz gerne nächste Woche mit Dark Souls anfangen, deswegen ist für mich hier eigentlich heute nach dem Tag hier vorbei mit dem Stream von God of War. Mein Bruder und ich arbeiten beim Tempel an einem neuen Projekt. Kommt vorbei! Genau, dann gehen wir direkt hin. Aber bei dem Spiel muss ich echt sagen, will ich wirklich mal alles gemacht haben. So. Bitte nicht auf dem schlimmsten Schwierigkeitsgrad im Gott-Modus durchspielen. Da bin ich raus. Aber ansonsten, wenn es nichts weiter wäre, nur irgendwie Quests erledigen, kriege ich noch hin. Alle Vögel töten. Oh Gott, das dauert bestimmt mal 10 Stunden. Oder sowas menschlich Machbares. Auch wenn ich jetzt auf irgendeine Stelle 100 Mal klicken muss, das schaffe ich auch noch. Bei kühlen Muspelheim, Niffelheim. Ah, okay. Ja. Denke ich halt auch. Also ich mache das schon, aber das muss ich euch einfach nicht antun. Können wir lieber schon God of War... ja, sicher. Dark Souls zusammen spielen. Ja. So, seid ihr fertig? Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Was wollt ihr? Mit dem Wetzstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dwegradikür bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Einhorn und die Bären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolvers. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden. Das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff! Verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier, ein Zugangstein für Konunsgard. Mit eurem Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Ja, was für ein Zufall. Komm schon. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre, leicht zu erkennen. Zwerge sind die Höldebrüder sind wieder in Aktion. Ich kann's kaum erwarten, loszulegen. Dass ich den Tag noch erlebe, an dem wir wieder als Duo basteln. Aber es fühlt sich gut an. War ich eben schon fast. Für das hier. Hab mich so daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Hätte fast vergessen, wie nützlich ein paar... Aber ohne seinen Stein hätte mir das eigentlich nichts gebracht. Es ist so viel leichter, Skorpschlacke zu schmelzen, wenn jemand anders die Temperatur misst. Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch. Okay, wir machen einfach das Eklige. Wollen wir noch mal den leisen Jungen reden hören? Wie war eure Reise nach Jötunheim? Lässt du sie vielleicht mal in Ruhe? Der Kleine hat erfahren, dass er ein Riese ist. Da will er sicher nicht ausgefragt werden. Ja, du wusstest? Oh, wir wussten, dass Faye die letzte Hüterin der Jötnar in Midgard war. Darum machten wir ihr die Axt, um die Machtverhältnisse auszugleichen. Nachdem Thor mit unserem Hammer herumgewütet hatte. Am Ende wählte sie offenbar einen anderen Weg. Sie wählte... Naja, dich. Euch beide. Sie hat sich wohl gedacht, dass das die beste Überlebenschance für die Riesen sei. Und jetzt, schätze ich, hängt alles von dir ab. Na sowas! Ein junger Jötun mitten unter uns? Und der Sohn von Laufey, der Gerechten? Wieso habe ich das nicht erkannt? Ach ja,
Sorry, Eve, falls du gerade noch da warst und dich so bei dem bekommen hast. Hast hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder Streit. Nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Wohin denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt auch. Sorry. Nee, aber die einzigen wären hier. Da ist das. Ja, mal hin, ne? Ist das eigentlich dann die beste Rüstung im ganzen Spiel? Mach mal schwer, ja. Dann würde sich das echt noch lohnen. Mimir, wie nanntest du Mutter? Laufey die Gerechte? Kanntest du sie? Ich hatte nie das Vergnügen. Laufey war ein Gerücht in Asgards Hallen. Eine Kriegerin der Riesen, die viele Pläne der Asen durchkreuzt hat. Sie befreite ihre Sklaven, ernährte, wen sie hungern lassen wollten. Sie ist ihnen in nobelster Absicht auf die Füße getreten. Thor war schrecklich frustriert, dass er sie nie stellen konnte. Als meine Gefangenschaft begann, fragte ich mich, was aus ihr geworden ist und wer sie wirklich sein würde. Dein Stammbaum ist recht einzigartig. Wow. Beste Rüstung muss beheim. Beheim. Okay. Wann? Ja. Hauptsache noch ein bisschen. So. Zufällig hier rausgeflutscht. Ah ja. Hier war ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann. Das hat hier auch den schönen Zugang hier nicht gleich gehabt. Mal ganz naiv gucken, was hier alles drin ist. Steht noch nicht da. Es weihnachtet sehr. Ist runtergefallen hier. Das kann ich gar nicht. Atreus, komm her. Komme schon. Es bleibt immer bei meiner Seite. Okay, warte an meiner Seite, nicht bei. Mit. Oh Mann. Was ist in 7 Monaten ist schon wieder Silvester? Ja, ist es. Kommst du jetzt darauf? Junge. Ja. Da steht: Ruhm sei Mozonir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Na, mal gucken. Mozogirs Thron. Nach etlichen Wintern ist die Festung von Konunsgard vollendet. Mozognir hat alle Bürger zur großen Zeremonie im Thronsaal eingeladen. Dort erwarten uns die beruhigenden Worte unseres Königs, der ewige Sicherheit und Wohlstand verspricht. Dieses neue Land ist noch fruchtbarer als Veilgard. Und mit unserem neuen Wächter Regen fürchten wir weder Häscher noch Dunkelalben noch andere böse Kräfte. Die Herrschaft von König Mozognir ist wahrhaft von Tyr selbst gesegnet. Gelobt sei der Zwergenkönig, Beschützer der Menschen. Klingt, als mochten sie diesen Zwergenkönig. Das sahen die Menschen in Veilgard ganz anders. Was hat sich geändert? Ach so. Wahnsinn, die Zeit blitzt. Oh ja, denke ich aber auch. Bald ist wieder Weihnachten. Quasi schon übermorgen. Ich freue mich einfach nur auf meine freie Zeit. Ja, da ist er ja schon wieder. Seid gegrüßt und willkommen in Konunsgard. Wow. Da, noch ein Drache. Ich sehe ihn, Junge. Angekettet. Ich hoffe, wir... Wir machen ihn gleich, ja. Du kannst kurz gucken. Eine ganze Menge unentdeckt und naja, wird schon schief gehen. Finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Gut, wieso kann ich jetzt mit ihm nicht mehr quatschen? Ich fühle mich heute sehr kreativ. Ich dachte, wir... Oh,
gar nichts. Na gut. Hä? Da war doch gerade noch eine Quest zum Annehmen. Oh Mann. Wieso mache ich mir die Spiele kaputt? Feinde, da vorne! Voll daneben. Nee, Geburtstag habe ich nicht. Erst am Ende des Jahres. Oh. Immer hinter mir. Oh! Mehr hinter mir? Immer hinter mir. Wow. Will der explodieren oder so? Deswegen muss man mehr arbeiten hier. Es ist halt einfach nicht nur Geburtstag, auch was halt sonst so passiert. Ja, das ist einfach viel zu schnell. Ist er hin? Ist er runtergefallen? Ich muss erstmal hier lang. Die Kiste abholen, dann können wir weiter. Oh, und den Vogel vielleicht auch noch. Wow! Da war ich die ganze Zeit gewartet irgendwie. Wow. Ach Mann. Dann. Ja, zeig es ihm. So. Mimik, ja, quasi. Ne? Einfach rausgeploppt. Ich muss nochmal zurück zu ihm. Meine Quest haben. Kein sehr einladender Ort, oder? Oh. Ja, stimmt, der Vogel, genau. Oh, ich sag's doch noch. Der Typ hat mich echt abgelenkt, ne? Mit Absicht. Meine Quest. Dann hab ich die halt doch irgendwie noch. So, ist meine Axt. Der geht das besser. Tschüss, Vogel. Ach, die ist aktiv. Okay, na gut. Ich hoffe einfach mal. Aber stimmt. Da oben ist er. Geh da und dahin. Ich dachte, wir sollten noch mit ihm reden drüber, aber ist okay, gut, dann nicht. Wir haben ja erst mit ihm geredet. Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sie für diese legendäre Rüstung gebraucht haben. Interessanter Gedanke. Und er ergibt Sinn. Fast alles an Drachen ist nützlich in der Feldmacht. Zähne, Schuppen, sogar Experimente. Aua. Scheiße. Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Oh, wusste ich doch. Na schön. Mach dich bereit, Junge. So. Puff. Alleine sind die immer kein Problem. Aber wenn es dann doch mal mehrere sind. Au, ich hänge halt mit dem Level auch ein bisschen hinterher. Deswegen bin ich jetzt über die Rüstung gerade für Feuer. Au. Da kommen wir aber irgendwie nicht hoch. Ich hab mal einen Abkürz unterpasst. Ach, Manu. Da irgendwo was vergessen. Ha!
beeindruckende Eingangstür. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Aber wenn Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen, ist sie den Aufwand bestimmt wert. Vertraust du nicht wenigstens ihm? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. Geht's hier schon rum? Geht's echt scheinbar rein? Ein bisschen umgucken. Ja. Nur ein bisschen. Genau, das hatten wir jetzt da gefunden. Und hier ist immer so ein Feuerding. Also Inimine Mu quasi. Jetzt bin ich hier, muss man hier lang. Ich kämpfe am liebsten mit Waffe. Ist das verwerflich? Hallo, Großer. Warum ist das stärker? Drache? Ach ja, ein bisschen herausfordernd. Ein bisschen. Ich bin irgendwie schon länger nicht mehr wirklich einfach so gestorben. Geht noch nicht. Aufrichtig, ich kann ja nicht immer so rumgammeln. Der Junge zieht direkt zur Treppe weiter. Truhe. Was? Wörter, komm zurück zu mir. So, hier erstmal Shortcutten. Gleich wieder hoch. Ich muss hier eh nicht runter. Und wieder zurück. Was brauche ich noch? Meine ganzen Einkäufe später. Da ist er. Da ist er. Oder sie? Das Männchen? Oder Weibchen? Man kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Ist doch egal. Achso, eher für die Gegner, ne? Ich bin gerade stark. Ich wechsle den Fall. Weil das echt nice ist, wenn die so. So, können wir gleich durchdenken. Kann losgehen! Noch nicht? Noch eine Sekunde?
Achso, da oben ist gleich so ein Stein noch. Bleib mal tot. Achtung! Wenn man nicht... Der Drache könnte hilfsbereiter sein, jetzt weiß ich, dass wir ihn befreien. Was ist das denn? Das ist deine Chance! Jawohl! Wer gibt jetzt wen die ganzen Aufgaben? Nee, der ist weg. Der eine. Hier sind noch mehr. Gut. Ah. Hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen. Ich Idiot. Na gut, wir gehen erstmal durchs Tor. Jetzt sollten die Gegner weg sein. Wie hier schon wieder ist. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Hey, hier sind wir wieder zurück. Ah, okay. Nee, dann nicht. Was machst du hier? Ganz kurz gucken, das sind die drei. Achso, wir können es natürlich auch kaputt schmeißen, ne? Dann muss ich da wohl durch. Oder da unten einfach weiter. Befreist sie gerne. Ja, es kommt mir immer noch richtig vor. Na, irgendwie hat er recht. Ist meine Axt? Da. Ah, ja, stimmt, ich hab nach dem hingeworfen. Oh. Das macht die beiden einfach. Und da kann er nochmal gegen schießen. Okay, ich verstehe. Aber ist ja cool, dass er die beiden dann trifft. Theoretisch. Noch. Oh. Hat er hier mehr? Ja, davon? Gut verbessert. Aber meine Giftimmunität stört mich immer noch. Zumindest was das angeht, wenn ich das mit dem Schild blocken kann. Gut. Geht doch nicht. Ich will die jetzt über den Boden schmeißen. Das ist irgendwie falsch. Okay, wer war das?
Vielleicht doch gehört. Schon so ein blöder Vogel. Krähe. Krähe, krähe. Junge. Jawohl. Gut zu wissen. Regin von Kunungsgard. Wie Urtru von Fyrvedegard wurde Regin zum großen Wächter von Kunungsgard ernannt. Obwohl er von Zeit zu Zeit gegen seine Fesseln ankämpft, erfüllt er seine Aufgabe mit Stolz. Sein donnernder Atem, obgleich höchst gefährlich, ist nur für seine Art. Ja, ist nur seine Art, diesen Stolz auszudrücken. Bei der wöchentlichen Instandbehaltung der Drachenschreine ist jedoch Vorsicht geboten. Regin wird seinen Atem ausstoßen. Dies ist nicht als Angriff zu verstehen, sondern lediglich ein kecker Zeitvertreib für ihn. Dennoch muss der Bereich sofort verlassen werden, da der Atem tödlich ist. Die Gerüchte, dass Regens Gegenwart die Dunkelalben von Alfheim anlocke, sind reiner Humbug. König Muzuknir wird uns von allen Bestien beschützen, so wie er es wieder und wieder getan hat. Genau, ich glaube kein Wort davon. Wie groß ist der letzte Schrein? Immer wieder auffüllen. Konzentrieren, Junge! Au! Ich sag da gerade konzentrieren, dann sowas. Das geht hier weg. Hinter dir! Er hat nur eine Nummer stärker. Au, Mist. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, komm, dann eben so. Das macht halt nicht besser, diese Angriffe. So. Und nebenbei hat noch das Ding bekommen. Also, einen Zugangsstein haben wir. Direkt Schlüssel. Okay. Von der Tür, wohlgemerkt. Der ist hier oben. Ja, Vater! Na, ob es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist? Wir sind da draußen.
von oben. Haben wir jetzt alle Drachen fertig? Schub der Stärke. Wenn wir mal wieder ganz wenig Leben haben. Was ich eigentlich vermeiden möchte in Zukunft. Ja, alle Drachen befreit. Super. Ach so, genau, Regen. Wurde vom Zwergenkönig eingefangen und gezwungen, Kunnunsgard zu bewachen. Das macht er nicht sehr gut. Es sind überall Monster. Aber das passiert wohl, wenn man einen Drachen gegen seinen Willen zum Wächter macht. Der Zwergenkönig muss diese Drachen aus einem anderen Grund gewollt haben. Und da... Ich weiß auch noch nicht warum. Vielleicht ja bald, wenn wir hier durch sind. Oh. Stein Nummer 2. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, der Einfluss des Zwergenkönigs war enorm. Was denn dazu gestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Ivalis. Mozukirs Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Weg dran. Die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch befindet. Zwei Zutaten von der. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Ah, kenne ich irgendwoher. Sich das Emma in den Kopf gesetzt hat. Und keine 100% bekommt. Hallo. Aus. Oh nein, ich bin nicht rausgeflogen. Ach, Mann. Ah, prima Ballerina. Okay, da kam der zwar runtergejumpt, aber da kommen wir natürlich nicht hin. Ach. Diese Arbeiten und Mühen hier immer. Auch noch ein Kristall. Das sind Winde. Hallo, Großer. Das Ding. Nee, das war ich. Au, ach Mann. Oh Mann, ich sollte das Ding echt besser einsetzen. Was ist denn jetzt offen ist halt. Ah. Macht viel mehr Spaß. Pass auf, Vater! Yeah. Schon wieder zu. Nein. Danke, Junge. Ich denke, der hält sich dran. Oh, Mann. Ach, komm schon. Was? Wo ist mein Schrein? Ach, Mann.
noch einmal reinwerfen. Also der Kampf gegen die Viecher ist echt Horror bisher. Ist alles in Ordnung? Überhaupt. Und da liegt ja doch ein Steinchen. Ich bin echt tot. Das darf nicht passieren. Schuss dein Leben wieder her. Okay, tot. Gut, dann geht das auch so. Mir hat schon mal den Redstone aufgefallen. Ich hänge da echt hinterher mit denen. Ah. Oh, sorry. Der ist stärker als normale Seelenfresser und selbst die jagen mir immer noch schreckliche Angst ein. Giftenresistenz. Ich muss echt gucken, wo ich diese Symbole und Reliquien noch irgendwie einsetzen kann. Ich habe keinen Plan, was ich damit machen soll. Manchmal ist hier doch ein bisschen zu viel los. Hier muss das also hin, okay. Wölfe! Ach, die Arme wieder, ey. Tut mir ja schon so ein bisschen leid. Und hier geht's dann weiter. Viel zu groß hier. Für einen Rüstungsteil? Was ist das? Andere Seite, mein Junge. Andere Seite. Uns fehlt so ein Kristall. Blind? Ich muss da hin, dann kommen wir nämlich hier schön rüber. Das muss ja hier irgendwo noch zu finden sein. Was haben wir? Die kann ich jetzt noch nicht mitnehmen. Oder doch? Es macht halt mehr Sinn, wenn hier jetzt eine Brücke tatsächlich kommt. Aber ich brauche dazu den Stein. Vielleicht doch dahinter. So viel, was die hier von einem verlangen. Nee, das Ding ist leer. Für ein Steinchen. Da drüben ist etwas. Das ist das Steinchen. Danke, Junge. Huch, nee, du musst es nicht machen. Ich mach das schon. Der kommt dann hier schön runter. Dann gehen wir erstmal runter. Ah, da müssen wir den nur gut auffangen. Ich wundere mich schon, warum es sich anvisiert. Komm zu Papa. Genau ran. Nie im Leben. Ach, komm schon. Noch ein Platz. Du kannst es eh noch nicht tragen. Nicht jetzt. Seht ihr, ist er nicht voll toll geworden? Links von dir!
Ich mach das erstmal fertig. Hey, Mano, der kann echt gut ausweichen. Weil ich mal den Knien hier ausweichen. Den Teilen. So, wieder schön Leben hoch. Genau, wie ich es geplant hatte. Jetzt soll noch mal richtig rum. Können wir die Dinger nämlich mitnehmen? Was bin ich hier von der Seite? Tada! Sieh und staune, mein Junge. Ach, sieht der in der Hexenhöhle? Können wir damit, glaube ich, auch noch irgendwas machen? Mit den Windeln. Da konnten wir die noch nicht verwenden, da war auf jeden Fall eine kleine Truhe oder sowas. Ah, aber das ist dann mein Problem. Oh, da ist doch schon. Dritter Schlüssel. Emil, warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihr? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst. Und doch am Anfang. Ich hab gefragt, warum mir das so bekannt vorkommt. Das ist halt ja, hier ist der Anfang. In dem Gebiet. Ach, Mensch. Au, 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 ein bisschen Restgift. Wir brauchen drei Zugangssteine. Geht immer noch nicht auf? Wir brauchen wohl drei. Gegner voraus! Ich muss gleich die Waffen wechseln. Ich schieb seinen Blitzschaden einfach. Noch nicht bereit! Weiter! Das wäre falsch gewesen, aber okay. Ich bin bereit. Yeah. Ja. Die Gegner, wir sind stark. So. Pass also gut auf. Was ging es eigentlich noch? Wir sind drin. Alles klar. Nein, das kann ich schnell nehmen. Ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Hier ist noch eins. Starkadu. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8.
Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestutzt. So etwas tut er. Hier halt gleich weiter. Genau, ein Riese mit 8 Armen. Ein Riese, die 4 Schwerter schwingen. Achso, die Arme. Oh Gott. Bis Thor ihnen sagte, warum verschworen sich die Götter gegen ihn? Oh, ein epischer Zauber. Permafrost. Oh, oder Verbrennung. Uiuiui. Nicht schon wieder. Ach, ey, erwarte ich. Also so ein Licht. Nee. Alles mit Absicht. Geht nicht lang. Aber ich glaube fast, dass wir nach dem Tempel tatsächlich heute schon ausmachen. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Und Schreie. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister. Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Und doch. Höchst sonderbar. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie... Hehlläufer. Oh, fuck, ist sie hergespürt. Cool, hab ich bisher noch nicht geschafft, ne? Au! Aber die Kleine, die der richtig nervig ist, hat. Hätte gehofft, die Typen mit ihren Außenpapieren. Seltener. Oh, Bonusaktivierungschance. Schön. In die Tasche und vergessen. Also ich finde, die haben echt ein bisschen zu viel reingeschmissen. Hier ist noch was gestorben. Sieht ganz cool aus. Steinvogel. Oh, als ob es halt da weitergeht. Das sieht man aber gar nicht. Tja, jetzt muss ich wohl zurücklaufen. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Okay.
Hier. Einfach mal geplündert. Junge. Zurück näher. Genau, der Zwergenkönig, einer der Söhne Ivaldis. Er herrschte in Vedegard und Konungsgard über die Menschen. Zuerst war er ein guter König, aber dann sah er sein Volk in seinen Träumen sterben. Aus irgendeinem Grund dachte er, wenn er sie auf die Jagd nach Passieren schickt, rettete sie das. Er fing 3 Drachen, um ihren Zorn zu sammeln, tötete Unschuldige und ihre Schreie zu sammeln. Und wurde dann von ihnen getötet, als sie als Heerläufer zurückkehrten. Das erschuf das ultimative Opfer. Mit diesen 3 Zutaten können wir eine legendäre Rüstung herstellen. Interessant. Hä? Sollte ich mir aufschreiben? Mit diesen 3? Letzte Worte eines Königs. Tragisch, dass mein Versagen erkennbar wird, während das Leben aus mir entweicht. Die Götter erschienen mir im Schlaf und forderten Vergeltung für die Taten meines Vaters in Niflheim. Mein Volk, das darauf vertraut, dass ich es vor Üblen bewahre. Jede Nacht sehe ich es, von Ungeheuern zerfleischt. Nur ich kann es schützen. Und nur durch den Bau des Ich habe jedes tödliche Wesen eingefangen und mit dem Bau begonnen. Als erste 2 Substanzen wurden in den Träumen genannt Drachenzorn und Schreie der Unschuldigen. Viele starben, um die Drachen einzufangen, und die Schreie der Unschuldigen waren weitaus schlimmer, als ich erwartet hatte. Doch alles diente einem höheren Zweck. Was die dritte Substanz sein sollte, war nicht eindeutig. Das ultimative Opfer, sagten sie mir im Traum. Ich hoffte, dass aufgeben jeglicher Moral während dieser verdammten Suche würde reichen. Nun erkannte ich, dass ich selbst das Opfer sein muss. Wie schon mein Vater zuvor, war ich ja nah. Mosognia, Sohn des Ivaldi. Ja. War ich dann doch einfach mit den 3 Sachen und wir haben die Rüstung fertig? Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die 3 mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelstücke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Oh, das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Macht auch wieder Sinn. Scheint, als wenn wir zurück die andere Seite des Tempels oder so. Oh Gott. Jede Menge Müsste. Wir müssen hier mal in die Kiste. Achso, bestimmt zur richtigen Zeit rein und dann wieder rauspacken. Ich will ganz kurz gucken erstmal. Ja, in so ein Carding. Ja. Licht da rein. Okay, war das nicht schon aktiviert? Achso, wenn sich das einfach dreht? Müssen wir das zerstören einfach noch? Oh nein, oder? Super. Oh. Jetzt erstmal zielen üben. Oh nein! Oh Gott, verkackt. Ach, wie schön.
solche Spielchen machen Spaß. Ja. Bisschen kulant. Das ist schon wieder ein Symbol. Wie es hier wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte war Konunsgard ein herrliches Land, bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Wie konnte er das nur zulassen? Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Oh. Bitte lass es nur den einen sein. Das ist nicht nur der eine. Vor allem kämpfe ich mit der falschen Waffe. Oh nein. Oh Gott, nein. Bin so weit. Danke, mein Junge. Mir ist ein wenig kalt. Nicht voran! Oh! Hab ich jetzt nicht gesehen? Das wird wohl aber auch nicht. Ach, von hinten. Eine schöne Bescherung. Ah, nee. Die sind jetzt echt zu stark. Ich meine, die sind Stufe 7. Und dann drei auf einmal. Nope. Vor allem nicht auf dem Platz. Dann gehen wir halt einfach weiter. Muss ich hier irgendwann zurückkehren, wenn ich bessere Rüstung habe. Gehen wir auch direkt zu den beiden. Oder? Ja, ne? Steht ja keine Quest mehr da, aber ist ja gerade nur Discording. Und wieder keine Geschichte. Oh. Dann sind wir aber schnell ausgegangen. Kann man nicht immer über irgendwelche Götter reden hier aus der nordischen Mythologie? Doch bestimmt genug. Tür? Ich muss halt echt immer an Tür denken, also dem, der hier die Welten bereist hat. Ah. Kann ich mich runterschmeißen oder was? Kommst du dann erst? Wow. Ihr Jungs. Wir haben die Materialien. Aber sie sind so. Seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so. So. Kehricht? Kehricht? Hör dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Pferd des Ares. Schmetterschlag, der wie eine. Was? Eine Farbe. Ja, aber. Was? Wie Öl und Wasser? Jetzt wieder gesammelt. Habe ich bestimmt jetzt die Zwergenquest fertig. Lasst uns anfangen. Was ist jetzt mit meiner Rüstung? Meiner schönen Zwergenrüstung? Jetzt bekommen. Sammeln später. War das nur das? Das gibt eine Rüstung. Genau, die hatten wir noch irgendwann zwischen Dolche aufgesammelt. Erstmal das Sofa unter mir weg. Aber das ist auch echt im Arsch schon. Oder Feuer des Ares. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Erstmal so. So.
viel besser, wobei. Doch. Keine Ahnung. Gewaltiger Schlag. Entweder von einem von beiden. Okay. Sehr irritierend. Ja, aber ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle tatsächlich Schluss mit dem Spiel. Zumindest mit dem Stream. Ich muss mir halt echt überlegen, dass ich halt von Gebiet zu Gebiet laufe, wo jetzt welche beste Rüstung ist, dass ich das erstmal hole. Meine Risse muss ich machen. Irgendwelche unentdeckten Sachen. Ja, vielleicht tatsächlich bei Curie gerade. Und... Oder wir können nochmal nach Hause gehen. Doch, wir gehen nochmal nach Hause. Wollte ich auch noch machen. Wir gehen nochmal nach Hause danach. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Ansonsten. Nehme es einfach mit Raum schieben. Ich muss halt sagen, ich freue mich tatsächlich auf Dark Souls, weil ich habe es halt schon mal angefangen, dachte erst so, naja, ob das ein Spiel für mich ist. Fand es dann eigentlich ganz cool, aber so alleine und irgendwann war es dann doch zu frustrierend. Dann habe ich es halt sein gelassen. Ja. Der Junge muss immer erst durchrennen oder so. Wow. Zu Hause. Endlich daheim. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Was? Okay. Ach, ich freue mich auch drauf. Das habe ich doch erwartet. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Ich glaube, wir räumen erstmal auf. Ah ja, hier liege ich gut. Das Feuer vielleicht noch ein bisschen schüren? Schlaf. Schon längst dabei. Jahre später. Ach ja, je. Was war das? Dein Bogen. Jawohl. Aber Jahre später, das sah aus wie 10 Minuten hingelegt, kurz. Darf man echt nicht gegen den kämpfen? Tor, ja. Leute, wir kämpfen noch ganz fett gegen den, gegen Odin. Und falls wir noch mehr Familie haben, besiegen wir auch die. Das war's jetzt. Ja, irgendwie schon so. Also ich meine, es gibt halt noch irgendwie scheinbar irgendwelche unterschiedlichen Superboss oder sowas, wurde mir gesagt, aber weiß ich's denn? Und danach kann man ja bestimmt nur noch mal ein bisschen über die Welt rennen und in die Quests machen, weswegen ich ja schon meinte, wir können ja eigentlich an der Stelle hier aufhören. Gegenwart. Ich habe es einfach nur Kreis gedrückt. Atreus, bist du bereit? Ja, aber... Ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei. Und Thor kam zu uns. Hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders. So real. Als wäre es die Zukunft. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Oh Gott. Kommt dazu echt noch ein weiterer Teil raus?
Ich dachte, es reicht in einen Teil, diese ganzen nordischen Götter abzuschlachten. Ja, wobei, wenn man sich die alten Teile anguckt, Teil 1, Teil 2, und im dritten Teil hat er dann wirklich alles getötet, was noch irgendwie gelebt hat. Da war dann wirklich, aber richtig hier, hat er allen die Hose ausgezogen. Ja, es soll, glaube ich, noch mehr kommen. Ach ja, Jemine. Aber ich dachte, das passiert dann mehr so von wegen andere Regionen, andere Götter. Von mir aus können wir auch dann gleich am Anfang Thor töten und dann gehen wir erstmal nach Ägypten oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man halt mit dem Sohn dann mal spielen darf. Dass der dann irgendwie Sachen machen muss. Ach guck mal, insgesamt 80%, das ist eigentlich ganz gut, denke ich, für so ein Spielbeendigung. Whatever. Kalt, ja. Könnte mir was Wärmeres anziehen. Tja. Ach, warte, ich will mal hinten in den Hof gucken. Da hatten wir ja bald nur das erste Mal vermöbelt, ob hier noch irgendwas zu holen war. Oh ja. Hier muss ich kurz... Ach nee, hier kamen wir ja ursprünglich mal her oder so. Habe verlernt zu kämpfen. Ja, dann war es das echt schon. Okay. Jetzt will ich nicht kaputt machen, das gehört mir. Meins war ich nicht kaputt. Nur bei fremden Leuten. Das ist die Wohnung. Durchwühle irgendwelche Kisten. Ja. Aber kommt dann wirklich direkt zum nordischen Zweiteile? Ich finde es echt ein bisschen übertrieben. Oh, die Level haben sich erhöht. Danke. Sind Sie so kacke stark? Okay. Das ist ein bisschen gemein hier. Hier will ich gar nicht kämpfen. Noch nicht. Au! Ich friere trotzdem. Wo sind denn die Eisjungs? Lass mal weg. Au. So, noch ein bisschen zeigen, was ich hier gelernt habe, ja. Au. Nicht sehr viel, offensichtlich. Das ist der letzte. Aber ist das so ein Feuervieh oder ist das ein Eisvieh? Au, au, au. Fit nix. Ins Feuer gebrochen. Ah, wo kommst du schon wieder her? Was war denn das hier? So eine kleine Kampfarena oder was? Kacke. Du bewegst dich sehr langsam. Ich glaube, ich gehe einfach. Wie kann ich gehen? Nein, guck mich doch mal an. Ich bin alt und gebrechlich. Oh, okay, gut. Vielleicht. Danke. Habe ich den nicht gerade besiegt? Nein. Ich bin echt langsam mit diesen Blumen ausweichen. Schönes Ding. Alles klar.
fast hätte mich erwischt. Nein, was brauchst du mehr Pfeile, Junge? Hilfe! Nur 98 Erfahrungspunkte? Oh mein Gott. Oh. Ich bin da noch rein. Das muss jetzt doch eben sein. Abgebrochen. Ich will jetzt wirklich noch rein. Doch, bestimmt. Da geht's nicht rein. Oh, komm schon. Nein. Bisschen so ein Millisekündchen. Jetzt. Some fruit. Schönen guten Abend. Wie geht es dir? Laut. Die war die ganze Zeit direkt neben Mutters Garten. Kein Wunder, dass wir da nicht reinkamen. Wir sind am Ende von God of War angekommen. Ah, schwitze ich zu Tode. Willkommen im Club. Weil ich heute schon grüner Tiereis hatte. Das hat mich erfreut. Und der Fusch. Also ich glaube, ich wusel jetzt echt nur noch hier in dem Dings ein bisschen rum. Hoffe, ich werde nicht umgebracht. Hier geht's zur Valkyrie. Okay, gut. Ach. So, 31 Grad für einen Russen Temperatur. Ach, Tierquälerei. Temperaturquälerei ist das auch, ja. Verständlich. So. Tja, ich glaube, wir können es eigentlich schon alle voneinander. Ist keine Valkyrie drin? Oh mein Gott. Ich wollte mich gerade von uns verabschieden. Mhm. Echt nur ein Leuchtmobil drin, ne? Atreus, komm her! Hängt er schon wieder hinterher? Moin. Mal gucken. Es ist noch was viel Schlimmeres. Ich glaube, ich kann mich echt gleich von euch verabschieden. Like. Junge, hierher. Das darf er noch lesen. Und fass mal gleich rein. Das hatte ich mich schon gefragt. Silfrauen. Ah nein, das war ja doch Geständnis eines Diebes. An den nächsten Narren, der diesen Ort findet. Es wäre weise zu fliehen, anstatt sich den Gefahren zu stellen. Doch schätze dich glücklich, dass ich vor dir da war, um unabsichtlich die frühe Bewohnerin zu befreien und anschließend als Tor zu sterben. Ich kam für Schätze, doch fand ich nur den Tod auf Schwingen. Ich wollte dieser Welt entfliehen, aber sie ließ mich nicht. Die Welt erbebte fürchterlich. Der Baum blutet für meine Torheit. Ihre Magie wird jahrhundertelang wirken und an dieser Welt reißen. Und wofür? Ich bin tot und sie ist entkommen. Warum habe ich mich gewehrt? Narr, narr, narr. Mein einziger Trost ist, dass ihr Aufseher hinter mir her ist. Wahrscheinlich Richtung Muspelheim oder Niflheim. Sie wird gefangen werden. Aber sie brauchen ein neues Gefängnis. Dieses hier habe ich zerstört. Der Lindwurm kommt mich holen. Ekelhaft. Leider kann man nicht mit und ohne euch. Oh ja, das stimmt. Also ist die Gefahr weg? Nein, ist sie nicht, nein, ist sie nicht! Direkt hinter dir! Ich will wieder raus! Einmal alles bitte, danke. Macht der Junge heute, habe ich gehört. Ich bin frei.
Oh, ich kämpfe einfach mit Händen. Au, nicht in den Rücken. Au. Oh, gerade weg. Ich glaube, die ist Bonti, oder? Könnte ich theoretisch noch kriegen, oder? Ah, sehr schön. Hätte ich fast noch einen Schlag ausführen können. Hui. Na, aufregend? Ach, Mann. Kann ich jetzt da wo reinfassen? Alles weg? Oh. So, mit GG bekommen. Reine Essenz der Welten. Ist das nochmal was anderes oder haben wir das auch schon die ganze Zeit gesammelt? Ach so, ja genau, Weltenstopp haben wir die ganze Zeit gesammelt. Herz von Heim wird. Kleine Menge konstanter. Oh, oh, hallo. Yay. Hätte noch was Sinnvolles hier gemacht. Sieh mal einer an. Vielleicht beim ersten Versuch. Okay. Aber ich glaube, das reicht doch als großes Finale. Ich meine, wir haben noch mal so einen Abspann gesehen. Foreshadowing, die nächsten Teile sind dann mit Thor und wir... Hey. Hallo, Laptop, geh nicht weg. Genau, und dann sehen wir uns sogar auf War 5. Der Gott tötet immer noch, er ist noch nicht alt genug, er hat noch nicht genug und sein Sohn macht mit. Stärker und größer als je zuvor, ich meine als Riese. Ah, vielleicht wächst er ja noch ein bisschen. Ich meine, guck mal, wir haben jahrelang geschlafen, der Junge war immer noch so klein. Wenn es ein Traum ist, kommt es hin, aber wir... kämpfen auf jeden Fall gegen Thor. Im nächsten Teil. Ach, Leute. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich meine, hab ich noch mal ein paar Leute kennengelernt. Den Jungen zum Beispiel. Euch zum Beispiel. Und ja, ich bedanke mich einfach für euch, bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch noch bei Dark Souls mit dabei. Es wird richtig lustig. Vor allem, wenn ich den Leuten einfach nur wieder Pfeile ins Knie schieße und sie damit als so einen Heiratsantrag mache. Weird. Aber... ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Genießt irgendwo ein Schattenplätzchen, legt euch in der Eiswanne und weiß nicht, was man da noch so treiben kann bei dem Wetter. Eigentlich noch so sterben in der Ecke. Und weinen. Ach ja. Also vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.